Aber du hast es doch. Oder hast du es nicht? Ach, Far Cry 4 hast du nicht? Ja, 3,3 Gigabyte waren es bei mir. Die hatten doch da jetzt auch eine ganze Menge geupdatet, halt neue Modi und so, ne? Gerade irgendwie, wann war das? Gestern? Vorgestern? Gestern war das, ne? Ja. Ja. Der dritte Teil. Ja. Ja, das ist. Also hast du komplett durchgespielt. Ja. Thief hat ja auch diese Hubs eigentlich nur, ne? Also das ist ja keine wirkliche offene Welt. Da ist es halt auch eher so in Hubs unterteilt. Wenn du verstehst, was ich meine. Und du bist jetzt gerade weg. Achso. Ja. Achso. Oh. Far Cry 4 auf jeden Fall. Du magst keine Open World Games, wo es halt nicht in Level, also nicht in Level unterteilt ist. Ja. Ja. Ja, weil du es nicht. Ja, das hat gestockt. Ich denke mal, da war die Installation noch nicht fertig. Hast du dann gleich ready, als es ready to start war, hast du da gleich angefangen? Weil so, das hatte ich bei Alien Isolation nämlich auch. Das ist ready to start. Okay. Ja, genau, weil das wollte ich nämlich sagen. Das muss man auch machen. Ja. Aha, nee, das hatte ich nicht. Das hatte ich gar nicht. Und ich hab's auf beiden Konsolen. Also ich hab's auf der PS4 und auf der One mal mitgenommen. Mal geguckt. Ja. Aha. Ja. Ja. Gibt's da denn mittlerweile Story-DLCs? Ja, müsste es ja, ne? Wann ist das rausgekommen? 2014, ne? Ende 2014. Ja, stimmt, das ist ja schon ein Jahr alt. Über ein Jahr alt, ja. Aha. Ja, mit Far Cry bin ich nie warm geworden. Ich fand Far Cry immer schon. Ich fand auch schon den zweiten. Den zweiten fand ich. Weiß ich nicht, war mir zu open-worldisch. So, Vater daddelt mit. Ah, okay.
Was? The Crew? Oh, hör mal auf, ey. Das ist der letzte Rotz. Ja. Vergleich doch bitte jetzt bitte Far Cry 2 nicht mit Metroid Prime. Bitte. Bitte. Die spielen in einer ganz anderen Liga. Ja, aber auch nur, weil das später rauskam. Zelda? Also ich bin Fan von hier dem Super Nintendo Zelda. Nee, die habe ich nie gespielt. Ich habe nie Ocarina of Time gespielt und nie dieses Majora's Mask auf dem N64. Ich habe nur, wie heißt denn das? A Link Between, nee, nicht A Link Between Worlds, war das neuere jetzt. Wie heißt denn das andere? Irgendwas mit Link, A Link to the Past, genau. Das, was auf dem Super Nintendo rauskam. Das fand ich super. Das habe ich da, damit bin ich aufgewachsen. Weißt du, das ist halt ein Spiel. So, ja, das hat halt irgendwie jeder gespielt. Und das war ziemlich genial. Das war das Spiel, wo ich das allererste Mal eine Nacht durchgemacht habe. Mit, was weiß ich, wie alt war ich da? 13, 14? Nee, keine Ahnung. Wie alt war ich denn da? Ja. Du musst dir mal den Soundtrack anhören. Metroid Prime hat eines der geilsten Spiele-Soundtrack. Ah, der. Ah. Ja, aber nur weil es von Vangelis ist. Ja. Ja. Der macht gute Musik. Und auch gute Live-Intros für Metal-Bands und so. Ja, genau. Benutzen die das eigentlich immer noch? Ich weiß gar nicht. Ja, es regnet auch ein bisschen. Also ich gehe auch gleich wieder rein hier. Das ist nicht schön. Ja, super. Ja. The good, the bad and the ugly ist das. Ja. Ja. Green Hell ist es jetzt. Nein. Auf Twitter oder was? Ja gut, das ist auch nicht schwer, dass man Linkin Park toppen kann, weil ich hasse Linkin. Also ich finde Linkin Park, die erste CD ist ganz gut. Ja. 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 Ehrlich? Aha. Hatte ich das mal erzählt? Ich hatte damals mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich mittlerweile habe, oder ich habe mich noch bei meinen Eltern.
Und zwar hatten Metallica ja irgendwann 93, glaube ich, hatten sie so eine Box rausgebracht. Live Shit, Binge and Purge. Die hatte ich mit VHS. Da war einmal ein, da war, ja, die hattest du, ja, hast du die noch? Ich glaube, die, ja, die muss bei mir irgendwie auch bei meinen Eltern irgendwo noch sein. Da war ja einiges drin halt, ne? Dieses Booklet oder was das da war, dann irgendwie eine Live-CD von 1993, Mexico City. Die hatte eine super geile Soundqualität. Und dann ja einmal dieses Video von 92, San Diego live und von 89, glaube ich, noch, ne? Von der Injustice for All Tour noch. Wo dann nachher, da, wo Justiz, genau, Seattle war das, genau, Seattle, wo dann nachher die Justitia da auseinanderfällt zum Schluss. Und ja, das ist echt fett. Und die habe ich letztens auch auf YouTube mal wieder geguckt. Ja, die ganzen Dinger da. Ach ja, das waren witzige Zeiten. Ja, da hat er eine super Stimme gehabt. Da hat er eine super Stimme gehabt, ja. Ja. Soll ich mal bei mir gucken? Das letzte, was wir gemacht haben, war Blue Team. Das war das auf Easy. Das steht hier bei mir noch auf Easy. Das Blue Team Ding. Das war doch das mit dem, wo wir den Double Kill da machen, diesen Stealth Double Kill machen mussten. Soll ich mal sagen, soll ich mal wagen, pass auf, nee, wir haben hier Evacuation, müssen wir, glaube ich, noch spielen. Wir haben 5 Level gespielt. Unconfirmed hatten wir, das hatten wir, und Evacuation müssen wir. Na, dann lad mich mal ein. So, wo ist hier unser Freund aus Massachusetts? Nee, der ist nicht da, ne? Achso, der wollte mal wiederkommen. Genau, dass man. Ach, willst du einen Speed? Nee, das ist kein Speedrun. Ein Speedrun, das ist jetzt. Ich kenne das Level doch nicht. Genau, das ist gespeichert. In meinem Fotogedächtnis. Ach so. Evacuation. Ich warte hier immer noch auf eine Einladung von dir. Ich kann dir sagen, warum die Zeit so schnell rumgeht. Halo 5 Update und dein Rise of the Tomb Raider Gedöns da. Gut, ich muss auch sagen, ich war 10 Minuten später dran, weil ich vorher noch bei Kaufland war. So. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Da hatte dann, genau, da hatte Locke, Halo Chief, wie ich ihn ja immer gern nenne, Halo Chief, Master Chief, haben sie sich geprügelt. Die beiden Spaddels. Ja, wollte ich vorhin, wollte ich noch, oder heute Vormittag, oder wann war das, heute Nachmittag,
Was geht nicht? Was wolltest du denn machen? Doch. Ja.